So, eine Runde weiter. Nächste Runde. Drei Gesandte kriegen wir jetzt. Chichén Itzá wurde gebaut. War ja hier die Baustelle. Ja, drei Zeitalterpunkte. Endlich für so einen sehr guten Theaterplatz. Die Wasser ganzen anderen und Luft, Theaterplätze die waren nicht beiden so gut. essentiellen Dinge des Lebens, sind zum Mülleimer der Welt geworden. So, Zuflucht jetzt baubar. Die sollten wir auch hier bauen. Oder kaufen. Fünf Runden. Haben hier noch so viel anderes zu bauen, ne? Dann kaufen wir doch hier mal die Zuflucht. Die hilft uns sofort. Schaut mal auf den Erträgen hier, weil wir kriegen jetzt noch mal mächtig mehr Bonusse. Ja, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Und dann bauen wir das Amphitheater. So, wenn wir jetzt noch einen Handwerker hätten, der hier noch ein paar Wälder pflanzt, dann wird das noch sogar ein bisschen mehr. So, Ausrichtung wählen. Wird es denn langsam Zeit? Jetzt brauchen wir alles nicht. Für die Demokratie. Vier Kanalisationen müssten wir bauen, dann würden wir das auch noch boosten. Erforscht das Fruchtwesen, Massenmedien, Broadway. Oh, das wären ja auch mal zwei gute Weltwunder. Das gucken wir uns mal an. Vielleicht kriegen wir das auch hin. So, acht Gesandte. Sechs. Da hätten wir mehr Produktion. Mal die sechs hier dafür verwenden. Handelsposten in fremden Städten wie plus ein Gold für eure Handelswege, die in die Stadt hinein oder durchführen. Und so, die haben auch keine weiteren Ressourcen anscheinend. Puh, so viele Gesandte. Na gut, dann machen wir es mal. So, ja, gab es anscheinend auch in Produktionspunkten mehr. Also, das bringt es, glaube ich, schon hier in vielen Städten. So, welche Einheiten können sich noch bewegen? Du gehst mal hier zurück nach Hause. Dann der Archäologe hier zieht mal weiter. Soll er denn hinziehen? Hier sind ja noch, ja, hier sind noch Artefakte. Gehen wir erstmal hier hin. Hier hatten wir viele Kämpfe mit den Barbaren. So, Chichén Itzá ist gebaut. So, Karten tauschen. Hier sammeln wir noch ein bisschen Wissenschaft, Militärforschung. Gucken wir uns mal an, irgendwann ist diese Karte veraltet. Ich würde gerne noch mal wissen, wann das war. Vor allen Dingen könnten wir doch jetzt auch den Stahl. Veraltet durch integrierte Raubzelle. Und das ist Weltraumrennen. Okay, durch Weltraumrennen veraltet die. Weltraumrennen kommt der erst noch. Sag mal, wo ist denn der Stahl? Den würde ich doch gerne gleich noch erforschen. Ach, den machen wir dann nach. Weil wir haben doch jetzt überall, soweit ich weiß, die Renaissance-Mauern drin. Ne, hier noch nicht. Da müssen wir sie noch bauen. Unbedingt danach. Stelle ich mal schon ein. Hier haben wir sie auch schon. Und hier haben wir sie auch. Da haben wir sie. Und hier auch. Okay. So. Ja, Nationalpark werden wir vorher nicht mehr bauen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Nationalpark. Wie ging das noch mal? Sie müssen Naturwunderberge sein mit bezaubernd oder besser. Okay. Und das wäre doch hier ein Nationalpark. Ja, dann könnten wir hier einen Nationalpark bauen. Müssten alle zur gleichen Stadt gehören. Achso, die gehören noch nicht zur Stadt. Müssten wir dann noch kaufen. Da könnten wir jetzt noch eine Runde sparen. Gehen wir hier hin zum Stahl, den wir ja hier erforschen müssen.
Eine Kohlemine. Ja, wir können keine Kohlemine bisher bauen. Jetzt kaufen wir hier einen Naturforscher. Und dann könnten wir irgendwie, dass wir mehr Land kaufen. Naja, 7 Runden soll das jetzt gehen. Ja, wie machen wir das? Wir kaufen einfach nächste Runde die beiden Geländefelder, ne? Dann haben wir es doch. Die anderen beiden gehören der Stadt. Sehr schön. Hier können wir sicherlich später auch noch was bauen hier. War das geschickt anstellen? Hier vielleicht. Da müsste man nur ein paar Wälder pflanzen. Handwerker brauchen wir dann auch noch, aber hier könnten wir das direkt bauen und hätten dann auch schon mal diese Vorteile, auch Zeitalterpunkte. Ja, hier unten ist zu wenig Anziehungskraft, da war alles Schwemmland. Aber hier, wir machen mal Pilz. Also ein Pin hierhin für den Nationalpark. Machen wir das Zeichen dafür. Wunder? Nee. Skiort, Solarpark. Ich find's nicht. Habe ich sonst hier mal was genommen? Ich habe doch, glaube ich, den Nationalpark ausgewählt. Das ist es alles nicht. Hier, Nationalpark. Einmal hier hin und vielleicht dann nochmal, das ist hier, mal gucken, das ist 1 Durchschnitt. Wenn wir hier überall Wälder drauf pflanzen, dann sollte das doch gehen. Also hier auch nochmal einen Nationalpark hin. So, hier ist ja schon das Schutzgebiet, da lohnt sich das nicht. Hier sind zu viele Bezirke. Eine Runde weiter. Ich glaube, wir lassen alles so, ne? Handwerkerkarte wäre schon irgendwie cool. So, wie sieht es aus hier mit den Annehmlichkeiten? Glücklich bis begeistert, das wird doch immer mehr. Eine Runde ist auch der Zoo fertig. Noch mehr Bezirke hier. Ja, eine Runde weiter. So, jetzt kommt ein Panzer, fährt nervös immer hin und her. Ach, wie toll dieses Schutzgebiet doch immer ist mit den Erträgen hier. So, da gibt es eine kostenlose Einheit. Und hier ist unser Archäologe. Artefakt ausgraben. So, du sollst hier hingehen. Jetzt müssen wir uns noch die beiden Felder hier kaufen. Mal, dass hier alles stimmt. Ja. Berg geht, glaube ich, auch. Das war, glaube ich, kein Problem. So, dann kaufen wir hier einmal das Feld und das Feld. Teurer Spaß, aber jetzt können wir hier den Nationalpark anbieten. 4 Zeitalterpunkte. Sehr schön. Funkwesen hat große Fortschritte gemacht. Jetzt wechseln wir wieder zurück. Noch eine Runde. Wir haben auch irgendwo das Iris dafür Zeitalterpunkt, hier Gesandten bekommen. Gut. So, das läuft hier. Mal hier weg. So. Artefakt ausgraben. Renaissance. Dann, falls es aus Versehen doch Mittelalter war, wir hatten letztes Mal schon eins aus dem Mittelalter von uns, nehme ich jetzt mal Barbar. Also Renaissance.
Da jetzt einmal Barbar. Ja, sie haben uns mehrere Zeitalter hier bekämpft. Das sind die ganzen Kriege gegen die Barbaren hier. So, dann sind wir hier fertig. Dann eine Runde Arena. Hier. Eine Runde Handwerker. Dann wollen wir ja eigentlich... Jetzt schieben wir mal kurz den Handwerker zu. Der hat 4 Aktionen, das reicht hier. Der baut hier mal ein paar Wälder. Den nächsten Naturforscher. Das bringt massig auch an Annehmlichkeiten und an Tourismus. So, dann hier Stadion. Tourismus auch, sehr schön. Und eine Runde weiter schon wieder. Wie sieht's aus mit den großen Persönlichkeiten? Der ist ja noch frei. Und hier, ja, kriegen wir zielsicher die nächsten. Handelszentrum ist auch gleich fertig. Wo wollte ich noch schauen? Warte mal, bei der Kultur noch mal schauen, wie es hier aussieht. 202 pro Runde. Der macht nur 97. Ja, 30. 198 brauchen wir, um ihn zu überflügeln. Und wir machen jetzt ordentlich Tempo. Und gleich können wir noch die Sendezentren bauen. Hier wird auch noch mal ein Theaterplatz fertig. Okay. Nächster Nationalpark ist ja auch schon im Bau und im Plan. Hier wollen wir noch ein bisschen die Erträge erhöhen, genau. Ja, eine Runde weiter. Seebäder können wir auch bauen, bringen auch Tourismus. Wenn wir gute Plätze haben, wir könnten hier mal Bauernhof dann hier wegnehmen, aber wir brauchen noch gute Anziehungskraft. Mal gucken. Hier könnten wir noch eine Weide bauen. Brauchen wir Handwerker, ja. Eine Welt ohne Radio ist eine taube Welt. Aluminium freigeschaltet, Seebad und vor allem auch Sendezentrum. Ausrichtung Massenmedien. Ah, jetzt haben wir nur noch 2 Runden, okay. Dann fast gesagt, den Handwerker schieben wir noch mal zurück. Und hier ist ein archäologisches Museum und legen dann mal wirklich die Handwerkerkarte rein. So, den Stahl noch nicht. Noch einen Ticken zu früh. Verbrennungsmotor. Golden Gate Bridge. Alle Geländefelder dieser Stadt erhalten plus 4 Anziehungskraft, plus 100% Tourismus durch Modernisierung und Nationalparksbau. Das hier bauen könnten. Also wir gucken uns das mal an, ob wir das hier wirklich bauen können. Haben wir wieder irgendwie. Können ja noch mal schauen, ob uns irgendwelche. Sag schon, irgendwelche Weltwunder, ob wir die noch bauen können. Artefakt ausgraben nochmal. So, der Staub wird entfernt. Was ist das? Eine Mumie, okay. Was haben wir denn jetzt bekommen? Eine Mumie? Warum wird denn das uns hier nicht angezeigt? Ich bin völlig irritiert. Reliquie? Ich verstehe es nicht. Wir haben hier kein weiteres Artefakt bekommen und er muss hier irgendwie weiterziehen. Keine Ahnung, was das sollte. Irgendwie hat das eben nicht geklappt, aber er hat auch keine Aktion verloren. Hier bauen wir mal das Sendezentrum. Hier können wir jetzt auch mehrere Sachen bauen. Wir bauen mal den Markt. Dann bauen wir hier. Ja, jetzt haben wir hier den Nationalpark gebaut. Deswegen hat jetzt unser Hanse ein bisschen weniger Platz. Dann bauen wir einfach das Amphitheater. Achso, jetzt wird es da unten angezeigt, glaube ich. Jetzt habe ich es gesehen. Komisch. So, Werkstatt.
So, und jetzt können wir ein Artefakt wählen. Antike, da nehmen wir jetzt mal Ludwig, das ist die dritte Epoche. Das ist auch tatsächlich aus der Antike. So, wir müssen leider unsere Archäologen überall hier hinziehen, damit die alle unsere ehemaligen Kämpfe, dass sie das auch ja, alles finden. Verschiedene aus den verschiedenen Epochen. Damit wir da auch Mottos bilden können. So, wir gucken einmal wieder auf die Ressourcen. Er braucht Salpeter. Wir wollen ein bisschen den Krieg unterstützen gegen unseren Hammurabi. Salpeter ist hier. Bitte kauf dir noch ein paar Bombarden oder was auch immer du dir gerne kaufen möchtest davon. So, dann könnten wir auch wieder unsere Gunst verticken. An sie hier. Wow, 1225 Gunst hat sie. Willst du unsere Gunst haben? 7 pro Stück. Wieder 200 für, glaube ich, so 68 oder was war es? Ja. Bitte sehr. 68 Gold pro Runde nehmen wir gerne mit. Wir haben hier viel zu bauen. So, Stadion, genau, Amphitheater, Werkstatt. Ach, wir bauen hier alles querbeet, ne? Was uns gerade einfällt. Begeistert sind wir schon jetzt. Sehr gut. So, hier könnten wir eigentlich auch nochmal das Monument. Das gibt's schon, okay. Jetzt wir hier auch nochmal diese Geländefelder noch dazu bekommen. Aber hier müssen wir auch erstmal ein bisschen Wald pflanzen. So, 2 Runden das fertig, okay. Dann schieben wir dann auch mal kurz Handwerker dazwischen. Die haben hier wieder ein bisschen was zu tun. So, 262 pro Runde. 426 an Forschung. Und wir wollten mal gucken, ob hier noch weitere Weltwunder zu platzieren gehen. Taj Mahal. Alles im Bau. Wird platziert. Freiheitsstatue steht schon ewig da. Hier geht nichts. Hier geht auch nichts weiter. Tor de Belém haben wir auch schon lange platziert. Petra immer noch. Aber wir haben keinen Bezirk daneben. Und hier waren wir noch nicht, oder? Stadio de Maracanã. So schön, das noch zu bauen. Okay, 2 Runden jetzt noch bis zu den Massenmedien. Große Persönlichkeiten. Der kommt hier ziemlich schnell. Das brauchen wir nicht. Was machen unsere großen Ingenieure? Ja, 340. Wir haben die meisten Punkte und sammeln auch hier. Ja, das sollten wir bekommen. Nächstes Weltwunder, Arsenal von Venedig, das hatten wir im Bau, ist jetzt auch vorbei, aber dafür kriegen wir auch hier wieder Geländefelder, glaube ich, zurück irgendwo, warten wir, das im Bau hier oben, da war, glaube ich, Torre de Belém, ne? Ja, irgendwo hatten wir es im Bau, glaube ich, hier. So, einen weiteren Händler, weil wir den Markt gebaut haben. Bank. So viel pro Runde müssen wir nehmen. So, jetzt könnten wir langsam Handwerker einstellen. 2 Runden, weil wir stellen die dann sofort ein. Ja, 2 Runden. Hier braucht er nur eine Runde, den hatten wir ja noch drin. Dann hier 2 Runden, ziehen wir vor. Hier 2 Runden, ziehen wir auch vor. Hier braucht er auch nur noch eine Runde. Und vor der Bank kriegen wir doch auch noch hier einen Handwerker hin. Dann ziehen wir ganz kurz die Handwerkerkarte vor. Hier brauchen wir keinen. Da müssen wir noch die Renaissance-Mauer bauen. Die ist wichtiger. So, dann eine Runde weiter nochmal. Und dann die Handwerkerkarte rein.
Infanterie. Museen stehen im Kampf um Kultur, von Gut gegen Böse, an vorderster Front. Auf jeden Fall aber beim Kampf gegen alles Geistlose und Primitive. So, zur Modus Mussorgsky, Bilder eine Ausstellung. Die Musik eben, ist die Eremitage errichtet. Das tut uns auch Autos sehr gut. Autos sind eigentlich immer noch so wie in unserer Kindheit. Am Ende ist es ein Verbrennungsmotor, der sie antreibt. So, Golden Gate Bridge. Wenn man die Zeitung nicht liest, ist man nicht informiert. Wenn man die Zeitung liest, ist man falsch informiert. Golden Gate Bridge, Broadway und Cristo Redentor. Okay, muss auf Flügeln gebaut werden. Wo können wir jetzt diese ganzen Bezirke hinbauen? Gouverneurshütte haben wir auch noch. Dann gucken wir mal hier, was war das letzte? Große Kunst, ja, das machen wir plus 100% hier. Mehr Tourismus noch. Jetzt bauen wir hier erstmal die Renaissance-Mauern. Wir stellen erstmal die Forschung ein, eins nach dem anderen. Lassen wir weg. Wir wollen jetzt, glaube ich, zur Demokratie. Ne? Das war noch das Letzte, was uns fehlte. Weltraumrennen nehmen wir nicht. Eine, ja, das ist gut hier. Das nehmen wir. Ran wir zur Stadt eines Verbünden. Mehr Nahrung, mehr Produktion für beide Beteiligten. Allianzpunkte steigen schneller. Wahlrecht. Ja, also ich glaube, das nehmen wir als nächstes. Verzichten dann mal auf die viele Forschung. Die haben wir ja gut aufgeholt. So, dann noch nicht den Stahl. Warten wir noch ganz kurz ab, bis die Renaissance-Mauer fertig ist. Jetzt den Handwerker hier rein. Und hier den Handwerker rein. Genau. Wir müssen Politikplatz füllen. Irgendwas ist veraltet. Die Annehmlichkeitenkarte ist weg. Ja, jetzt können wir schon kaum noch füllen hier. Fortbewegung, Logistik. Dann, wenn die Handwerker fertig sind, sind die schneller. Und wir brauchen die Handwerkerkarte. Hier verzichten wir kurz mal auf Gold oder hier auf die Annehmlichkeiten. Das ist eigentlich so cool, weil es auch Tourismus bringt. Wir verzichten mal eine Runde auf das Gold hier. 6 Runden, ganz ja. Kriegen wir das ein bisschen kürzer hin. 2 Runden, wenn wir das hier nehmen. Ach, wenn nicht, dann ist mal die ein bisschen länger drin, die Karte. Was haben wir jetzt noch reingenommen da oben? Wortbewegung, genau, das ist wichtig. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs. So, die Einheit hier braucht eine Idee, wo es hingehen soll. Wir haben eine nach zu Dido, zu Tamar, zu Menelik. Dann brauchen wir noch eine zu. Das ist Menelik. Das ist Tamar, haben wir auch, aber den haben wir ja noch nicht. Basilius. Den könnten wir mal nehmen. Ja. Fein. 3 Zeitalterpunkte. Wie sieht's da aus? Ja, 6 Punkte nur noch. Das ist sicher. Da kann nichts mehr passieren. So, wir haben ganz viel Gold. Wechseln ja auch gleich nochmal zur Demokratie. Wollten hier jetzt Wälder pflanzen, wollten hier ein paar Wälder pflanzen, wollten noch dies und das hier irgendwo machen, können noch mehr Handwerker dann bauen. Haben jetzt auch nochmal Tourismus gesteigert, gucken wir uns das nochmal an. 32, ja, aber es wird immer mehr werden. Denn wie viel haben wir denn schon? 215 pro Runde. Ja, nur 122. Gut, bei den Persönlichkeiten
hat er auf einmal so viel aufgeholt hier? Warum bin ich hier in Führung schon? Komisch. 14 Punkte. Vielleicht hat er einen Boost. Weiß nicht wofür. Ja, die Regenwaldgeländefelder, jedes 400, das ist natürlich eine Menge, aber gut, das ist auch eine Runde pro Feld. Wahnsinnig viele würden wir wahrscheinlich nicht zusammenkriegen. Gut, er hat keinen Salpeter, verkauft bei ihm wieder, machen wir ein bisschen Geld dazu. 8 pro Salpeter-Einheit, dann 20 Stück. Bitteschön. Und eine Runde weiter. So, jetzt kommen gleich unsere ganzen Handwerker, die dann auch einen Fortbewegung mehr haben, weil sie im freundlichen Gebiet starten. Benjamin Franklin mag die Elektrizität entdeckt haben, aber es war der Mann, der den Stromzähler erfand, der dadurch reich wurde. So, U-Boot ist ja unsere Spezialeinheit. Ersetzt den Mann der Räuber. Können wir auch nochmal Zeitalterpunkte holen. Seehafen, okay, ganz viel zu bauen. Ich habe natürlich wieder vergessen, unsere ganzen neuen Weltwunder hier vielleicht mal anzuschauen, wo wir die platzieren könnten. Hier zum Beispiel. Cristo Redentor 11. 11 Runden könnten wir hier platzieren. Ich mache mal einen Pin jetzt hier. Mache jetzt einfach mal ein Wunder nur rein. So, dann hier. Was könnten wir hier bauen? Auch Cristo Redentor und Broadway. Broadway auch neben dem Theaterplatz. Machen wir hier einen Pin. Beide würden uns, wie gesagt, helfen. Neben einem Theaterplatz angrenzen. So, dann hatte ja dieser Bezirk hier noch wahnsinnig viel Produktion. Also relativ viel. Ja, hier hatten wir mehrere Plätze. Drumherum. Wir könnten ja auch einmal roden dafür. Also wahrscheinlich dann hier. Wollen wir uns mal ruhig den Kopf gehen lassen, wo wir jetzt was bauen hier. Und hier könnten wir mal noch Petra bauen. Das ist die ewige Geschichte hier. Hier putzen wir gerade die Bank. Da auch Cristo Redentor, das ist so weit ab vom Schuss. Und hier auch Broadway und Cristo Redentor. Nicht so prickelnd. So, jetzt gucken wir nochmal. Taj Mahal könnten wir auch noch bauen. Tourismus durch und heilige Städte wird nicht durch andere. 100% Regen. Tourismusreduktion. Vorproduktion von Seebädern. Ja, ist ganz nett zu haben. Ich meine, hier machen wir ja nicht viel kaputt. Ich glaube, das nehmen wir dahin. Und Broadway. Plus 20% Kultur in dieser Stadt. Das wäre natürlich am coolsten, wenn das hier wäre. Broadway wäre hier noch ein bisschen. Ich meine, da hätten wir hier richtig Produktionen auch, das ist auch okay. Ich würde sagen, dann bauen wir hier also Broadway. Broadway dahin. Hier Cristo Redentor. Okay. Roden. Wir könnten dann noch die Karte reinnehmen. Dass das noch ein bisschen schneller geht. Wir gucken, ob beide Wunder schon gebaut wurden. Cristo Redentor. Wir werden sie ja eh platzieren, auf alle Fälle. Das eine können wir ja schon platzieren. Ein Ergebnis gefunden, okay. Oh, schon relativ weit. Na gut, wäre jetzt nicht so dramatisch.
Wir platzieren es mal einmal. Na. Ich glaube, wir haben ja eh nicht so viel da. Also das ist jetzt, glaube ich, nur zum Platzieren gedacht. Ja. So, und wieder weg. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. So, und hier müssen wir aber erst roten. Wie sieht's aus mit Broadway? Ist das denn schon im Bau? Nein. Das bauen wir da hin. Gut. Dann Forschung. Können wir jetzt den Stahl erforschen? Ich glaube, jetzt ist es soweit. Was macht denn eigentlich das hier? Oh, nächstes Polarschmelze in 3 Runden. Ah, wird schon nicht so schlimm sein, oder? So, brauchen wir jetzt hier noch ein paar Handwerker oder machen wir jetzt hier weiter? Reichen die Handwerker? Könnte man die auch wirklich ja gleich wieder rausnehmen? Ich gehe jetzt hier zum Wahlrecht. So, Seehafen. Ja. Ich glaube, dann bauen wir hier das Archäologische Museum auch. Hier wollten wir vielleicht auch ein Weltwunder bauen. Broadway, da jetzt hin. Könnten wir auch machen. 127 Produktion, aber hier hat uns das ja besser gefallen. Ne? Also hier bauen wir es nicht hin. Estadio de Maracaná muss an einem Unterhaltungskomplex anliegen. Wahrscheinlich das Estadio de Maracaná, oder? Hat das denn doch schon jemand gebaut? Maracaná. Nö. Das können wir doch da platzieren. Was bringt das nochmal genau? 6 Kultur. 2 Annehmlichkeiten durch Unterhaltung. Gut, dann würde ich sagen, wird hier gleich noch gerodet. Müssen wir doch die Karte noch mit reinnehmen. Na komm, dann kaufen wir jetzt einmal, dass wir die Politikkarten ändern können. Für 4675, wir haben es doch. Haben wir denn alle Handwerker gebaut? Ja. Alle fertig, also weg. Freischalten. Und jetzt sind wir hier die Karte rein. 15 Produktionen für alle Runde. Und dann brauchen wir hier noch das fertig. Der rodet gleich. Genau, und dann beides. Gleich können sie losroden. Der setzt noch eine Runde aus. Bis das Stadion fertig ist. Jetzt können wir den hier nicht wegklicken, aber gut. Dann hier haben wir auch noch einen. Der zieht mal hier weiter und hier noch ein Sägewerk hin. So, du. Ja, du hilfst mal hier unten noch ein bisschen mit. Hier wollten wir ja ein bisschen mehr machen, denn der hat hier ein bisschen zu tun. Der soll hier nämlich schön Wälder pflanzen. Ich fange mal hier an. Wald pflanzen. Du solltest auch Wald pflanzen, nämlich hier hin. Einmal. So, und dann haben wir wieder eine Runde geschafft. Und ja, jetzt geht es also wirklich langsam in den Endspurt über. Wir können jetzt auch Seebäder bauen. Wir müssen mal unsere ganzen Handwerker jetzt hier mobilisieren. Wir wollen noch einen Naturpark bauen. Wir wollen hier noch die Erträge ein bisschen steigern. Also viel zu tun hierfür. Nur damit wir noch mehr Kultur, noch mehr Bonusse hier haben. Wir müssen 203 toppen. Und das dauert noch ein bisschen. Aber es sieht doch ganz gut aus. Unser Erzfeind ist ja hier beschäftigt. Hammurabi hat gerade Krieg. Deswegen können wir ihn hier gar nicht anklicken. Hat gerade Krieg mit Basilius. Das ist doch eigentlich ganz nett. Ist er ein bisschen abgelenkt. Und kämpft hier nicht weiter um den Wissenschaftssieg.
da haben wir uns ja auch mächtig, mächtig aufgeholt und wir gehen jetzt mal über in die Demokratie. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Tschüss.